Willkommen zurück auf Urnas Hof. Ich weiß gar nicht, warum er Dieses sich so Mal aufregt. gehen wir zu Dexter, wie letztes Mal schon angekündigt. Keine Ahnung, was hast du es nicht gewusst? Da muss man auch mal zuhören. So, erstmal quatschen wir mit ihm, dann schickt er uns ja weg. Das ist der Plan. Und dann zünden wir einen Feuerregen auf dem Dach. Dass wir so viele wie möglich wegklatschen können. Ach, hier war das schon. Habe ich überhaupt einen Feuerregen? Ich glaube schon, ne? Hier habe ich. So. Lassen die mich auch durch, dank der Rüstung, oder nicht? Müssen die eigentlich, ne? Na komm, mach ihn hin. Okay. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also? Dexter. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Ja, gut. So, wir speichern noch mal. Na komm. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na, du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Doch. Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann. Hast du das nicht gewusst? Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Ja. Wo sind die Leute geblieben? Hier irgendwo in den Minen? Sie sind schon längst über alle Berge im Nordosten und unerreichbar für dich. Ich könnte dir zeigen, wo genau, aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne, und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Ein Erzbaron hier in Korinis? Er ist kein Erzbaron mehr. Er hat seine eigenen Pläne. Und das wird Korinis auch schon bald zu spüren bekommen. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute. Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Corini so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Nee. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe, der sucht dich. Alle suchen mich. Das schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Das macht er sogar.
Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Okay. Gehen wir hier hinauf. Ups. So. Mana ist voll, dann den Feuerregen. So. Speichern, falls das Spiel abstürzt, wenn wir jemanden töten. Wer weiß, wer weiß. So. Den machen wir so. Na komm. Och, ich dachte gerade, da liegt Dreck als Leiche. Wir plündern natürlich noch alle. Den Degen. Nichts zu plündern. Dann mal auf zu Dexter. Da waren wir, oder? Da ist nichts zu holen. Ah, hier der noch. So. Die Truhe vielleicht noch. Links, na gut. Links, rechts, na gut. Links, rechts, rechts, sehr schön. Oh ja. 7 Rohstahl. Die können wir brauchen. Da hinten nochmal. Haben wir noch Schnieke Sauber. Auf der 3. Warte, wie auf der 3? Ich Idiot. Dreimal. Jetzt bist du dran. Mist. Oh. Versuch das nicht noch. Mist. Nein. Schnell nach da hinten.
Mist. Bleib stehen, du Lump! Wer sagt das? Nee. Jetzt liegen sie hier alle. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut. Dexter auch. So. Links, rechts, rechts war das. Immer noch die 7 Rohstoffe, zum Glück. Hätte sein können, dass hier random Inventare sind in dieser Version, keine Ahnung. Okay. Sauber. Eisblock, den kann ich hier abrüsten. Also Eisblock brauche ich. Den verschwende ich nicht für 2. Eiswelle, nee. Eisblock, Eispfeil. Ja, nee. Bleiben wir beim Eisblock. Wie sieht's hier aus? Ah, fast. Die haben halt gar nichts mitbekommen. Hey! Hey! Komm da runter, Meister. Okay. Den hier? Dann speichern. Wieder den Eisblock. Na komm, Schwert. Kannst du was erleben? Ups. Bitte tauch nicht auf. Ah, sehr schön. Okay. Ups. Der hat noch gar nichts mitbekommen. Was ist los? Na komm.
Jetzt! Ja, den schaffen wir locker. Sehr schön. Dann noch die Truhe hier. Ah, ist doch offen. Okay. Wir speichern lieber vorher. Nicht, dass ich hier in den Tod stürze. Das wollen wir ja alle nicht. Vielleicht auch auf der Seite. Ja. So, dann noch die Truhe. Ne? Links. Na gut. Links, rechts, rechts, Mist. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, Mist. Links, rechts, rechts, links, 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 Mist, Mist, Mist. Links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, sehr schön. 17 popelige Feuerpfeile. Was braucht der Feuerbogen? 25 Geschicklichkeit. Was brauchen wir denn doch? Flup. Ah, noch so eine. Ach, und dann können wir noch den Brief lesen. Hä? Ach so, Fernando. Nachricht, nee. Nee, nee, Befehle. Den Brief kennen wir alle, also alles gut. So, hier rüber. Und los. Crack ist komischerweise nicht gespawnt, also keine Ahnung warum nicht. Waren wir schon bei Bennett? Ja, anscheinend schon. Wir haben wieder ein neues Zeug. Dann auf in die Stadt zu Dingsbums. Na, wie heißt er? B. Mit B fängt an, Brian. Ich war gerade bei Bruno und Bronco, aber es sind zwei andere. Bruno, keine Ahnung, und Bronco, Risen. Na ja. Ach, da steht Crack ja noch. Können wir mir bestimmt jetzt sagen, oder? Speichern wir mal und wenn nicht, dann nicht. Na gut, dann Pech. Jo, dann zu Vatras. Und zu Brian und zu den Händlern am Markt. Überall gucken, wo ich dann neue Rohlinge bekomme. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Da muss man auch mal zuhören.
So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ihr Arschlöcher. Na gut. Können wir mal hier ausprobieren. Nicht da hinten. So. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nein. Speichern wir mal. Hallo. Wenn ich nicht so verkackt hätte, dann wäre es was geworden. Nein. Der hier war das. Na komm. Nein! Nicht den Feldräuber. Manchmal hasse ich das Spiel. Moment, ich sehe gerade, hier stimmt was nicht mit meinem Mikrofon. Einen Moment bitte. So. Irgendwie hat sich das von ganz vielen Fäden bei der Spinne haben sich gelöst. Hier, Mikrofonhalter-Ding. Hier ist fest und da ist fest und sieht alles wieder ordnungsgemäß aus. Nein. Mann, was soll das werden hier? Hier. Okay. Und weiter. Hab ich die hier geplündert? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Dann gehen wir gleich auf Stärke, würde ich sagen. Na gut, weg hier. Das tut wohl nichts. Nein. Das habe ich mir anders vorgestellt.
und so. Schnell was trinken. Das nicht? Ne, noch weiter. Und warum brennt mein Bogen nicht mehr? Ah, Pech. So, ich habe doch gerade meinen Trank übersehen, aber egal. Dann können wir uns irgendwann später holen. Gehen wir erstmal an den Marktplatz und schauen da nach den nach dem Rohstall. So. Ne, Mika, was sagst du dazu? Und es wird noch viel schlimmer. Ah, da bist du ja wieder. Mhm. Er erzählt alles weiter. Zeig mir deine Ware. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Die nichts haben. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wenn dann einer von den beiden wahrscheinlich, ne? Er redet einfach zu viel. Da bist du ja wieder. Jo. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Ja, das zeig ich mal her hier. Zeig mir deine Ware. 5-mal Rohstahl, wie geil ist das denn? Ich habe was anderes gehört. Hallo? Zeig mir deine Ware. So, ein bisschen verkaufen können wir auch. Das hier, das hier, das hier, die alle machen wir lieber einzeln. Das weiß doch inzwischen jeder. Behalten wir. Mein Mann sieht das anders. Er erzählt alles. Na, hier, nimm. Mein Mann sieht das anders. Schlimme Zeiten sind das. Das darfst du keinem erzählen. Hammer. Ups. Das hier. Schlimme Zeiten sind das. Noch, die wollten wir lieber mal. Der erzähle ich gar nichts mehr. Na gut. Und er hier? Selbst erlebt. Zeig mir deine Ware. Hat auch einen Rohstahl, geil. Mal schauen, ob der da hinten auch einen hat. So was. Das ist mal wieder typisch. Zeig mir deine Ware. Wenn ich es nicht mit nee. Eigenen Augen gesehen hätte. Dann erstmal so was raus. So was. Erzählt alles weiter. So. Dann einmal kurz richtig hinsetzen hier. Aber dort, wo Adanos stand, ich habe eine Botschaft für Meister Iskaroth. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Ja, klar. Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Eisfall, Heilung, Licht... ja, Eispfeil, was soll's? Gib mir den Eispfeil. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zum Meister Iskaroth. Ja, bald. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinnes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Mhm. Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen.
Ich glaube, die Frage hat sich erledigt. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja, aber er hat mich ins Minental geschickt, um einen Beweis für meine Worte zu bringen. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm, zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Okay. Dann gehören wir nun endlich zum Ring des Wassers. Gott Laris, Gott mir. So. Dann geben wir Laris erstmal seinen Ring wieder zurück. Und an diesem Ort. Ja, aber wir gehen voraus zu ihm hier. Hey, du. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ach, nur ein popligen Rohling. Na gut. Du bist jetzt bei der Miliz? Ich bin stolz auf dich. Solange du in der Armee bist, werde ich natürlich nicht von dir erwarten, dass du auch noch deine Aufgaben als Lehrling erfüllst. Wenn du aber etwas brauchen solltest, kannst du jederzeit zu mir kommen. Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Okay. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Ja, toll. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Nun gut. Ich will stärker werden. Immer noch 5? Jetzt 10. Du hast schon ein bisschen was zugelegt. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. Okay, das habe ich verkackt. Egal. Warte mal. Da bist du ja wieder. Ich war mir sicher, das war bei 29. Ich will stärker werden. Und nicht 39, oder bin ich jetzt dumm? Naja. Du hast schon ein bisschen was zugelegt. Danke, danke. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. Stärke 45. Brünste Stärke 50. Wäre aber schon ein schöner Bonus. Egal. Solaris. Na, Laris, mein Freund. Hey, du. Glaubst du wirklich daran? Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Klasse. Kann ich meinen Aquamarinring jetzt wieder haben? Klar, hier hast du ihn. Ich hoffe, er hat dir geholfen. Freut mich, dich in unseren Reihen zu wissen. Jetzt willst du sicher deine Ausrüstung haben. Gut, pass auf. Wir haben bald ein geheimes Treffen in Orlands Taverne.
Komm, sobald du kannst, dorthin. Wir werden dir deine Ausrüstung dort aushändigen. Sehr, sehr schön. Einige Probleme erledigt. Erstmal gehen wir zu Cavador. Vielleicht können wir jetzt einmal mit ihm quatschen. Ich will Akrobatik wieder haben. Das war so schön, dass man das im ersten Teil einfach für 10 Lernpunkte kaufen konnte. Oder lernen konnte eher. Und jetzt muss man schön in Geschicklichkeit reinballern, damit man das kann. Naja. Das fand ich am ersten Teil besser. So, Kavadon, mein Freund. Speichern. Na komm. Warum nicht? Die Botschaft? Ja. Beweise? Nein, nein. Das Portal. Ich habe den Mechanismus der Steinkreise in der Nähe von Sirkushof aktiviert. Es gab einen großen Knall. Und ein Steinwächter trachtete mir nach dem Leben. Ich habe den Mechanarius, der Wassermarier, habe ein Portal gefunden. Vielleicht muss ich das selber einmal betätigen. Weil das wäre schon scheiße, wenn ich deswegen jetzt nicht nach Jahren da kann. Oh, ein Lederbottel. Ah ja. Neuer Tagebucheintrag. Das Portal. Bei Lobershof aktiviert. Mehr als ein Beben hat es dabei allerdings nicht gegeben. Jetzt aber Cavador. Aha, ja. Ich habe den Mechanismus betätigt. Da tut sich rein gar nichts. Dann haben Loberts Bauern wohl recht gehabt. Sie haben erzählt, dass jemand von ihnen schon mal an den Steinen hier herumgespielt hat. Ein Steinwächter sei wie aus dem Nichts erschienen und hätte sie angegriffen. Die Bauern riefen die Milizsoldaten riefen die Paladine, die kamen auch und zerstörten das Monstrum. Ich habe schon die ganze Gegend abgesucht. Wenn es hier ein Ornament gegeben hat, dann haben es jetzt die Paladine. Ja. Dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. In Ordnung. Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Watras. Gut, gut. Dann fordere ich das Ornament zurück. Und ja. Danach gehen wir dann einmal zu Orlans Taverne. Denn Orlans Bier schmeckt. Ach ja, und einmal zum Nachplatz. Gucken, ob wir eine Waffe für 45 Stärke finden. Die auch noch gut mehr Schaden bringt. Das wäre schon geil. Davon lass ich immer so viel zu tun hier. Ich hätte das anders gemacht. Ja, ich hätte es auch anders gemacht. Dass du das nicht gewusst hast. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. So, Lothargen. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos.
Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Sehr, sehr schön. Mal schauen. Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Ein Kämpfer Innos zu sein, bedeutet sich ganz und gar in die Sache Innos zu stellen. Nur die edelsten und mutigsten Recken werden in unserem Orden aufgenommen. Wenn du wirklich die Absicht hast, ein Paladin zu werden, musst du beweisen, dass du würdig bist. Na gut, na gut. Vielleicht, wenn ich den Beweis habe oder erst, wenn ich die Drachen habe, keine Ahnung. Gehen wir nochmal hier entlang. Der möchte sicherlich seine Kralle haben. Ich glaube, das war der Rote da. Hey, du. Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Ich werde mal sehen, was ich machen lässt. Sehr, sehr schön. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, schade. Schade, schade. Ja, nee. Dann würde ich sagen, dass wir uns hier, genau hier in der nächsten Folge, wiedersehen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.